Ja, mein Name ist Ulrike Grenzstein-Böhle, ich bin hier die Veranstaltung und die Begrüßung offizieller Eröffnung von Herrn Dr. Michael Kölsch machen, jetzt hätte ich bei Kies gesagt. Und ich war durch die Farbenschule und ich wollte also immer mal hier etwas sagen, in meinem Namen sagen. Und du kannst auch hinweisen, dass Mundschutz im Sitzen nicht mehr nötig ist. Okay, also ich bekomme den Hinweis, wenn Sie auf Ihren Plätzen sitzen, können Sie den Mundschutz abnehmen. Manche haben das so ganz geschickt als Ohrring getan. Wir haben vorhin noch die passende Farbe für mich ausgesucht. Okay. Ja, ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen Abend. Ich freue mich, dass so viele da sind, trotz der Schwierigkeiten, die wir haben. Und ich übergebe jetzt an Herrn Dr. Kölsch. Ich möchte Sie herzlich im Namen der einladenden Organisation begrüßen, des Friedenszentrums Braunschweig e.V., des Friedensbündnisses Braunschweig, die IPBNW, die Ärzte gegen den Atomkrieg, und Pax Christi. Wir haben vorgestern die Flagge der Mayors for Peace vor dem Rathaus gehisst. Denn unser Braunschweiger Bürgermeister, Ulrich Marquardt, ist einer von ihnen. Nun treffen wir uns schon zum sechsten Mal in diesem Rahmen in der schönen Dorte, die er dankenswerterweise dafür zur Verfügung gestellt hat, um zweier wichtiger Ereignisse zu gedenken. Zum einen des Flaggentages der Mayors for Peace. Der Flaggentag erinnert an den 8. Juli 1996, an dem der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein Rechtsgutachten veröffentlicht hat, nachdem der Einsatz von Atomwaffen und auch schon seine Androhung mit den Regeln des humanitären Kriegsvölkerrechts unvereinbar sind. Außerdem erinnern wir an den 9. Juli 1955, den Tag, an dem das Manifest von Einstein und Russell verkündet wurde. Aus diesem Dokument geht hervor, dass durch das Vorhandensein der Atomwaffen jeder weitere Krieg zu einem Atomkrieg werden und damit zur Auslöschung der Menschheit führen könnte. Jeder weitere Krieg muss daher verhindert werden. Insbesondere begrüße ich unsere Bürgermeisterin Annegret Diebe und Bürgermeister Ingolf Viereck aus Wolfsburg, die beide hier gleich noch das Wort ergreifen werden. Außerdem herzlich willkommen zu Susanne Schmidt, die für die Gewerkschaften zu uns sprechen wird. Und Brigitte Konstein-Mülde hat sich ja schon vorgestellt vom Friedenszentrum und Friedensbündnis, die uns durch den Abend führt. Herzlich willkommen auch Dr. Rainer Steinweg, der den weiten Weg aus Linz in Österreich bis zu uns gekommen ist. Er ist Friedensarbeiter seit den 60er Jahren. Und jetzt Sprecher des Forums Crisis Prevention, das sich um gewaltfreie Bearbeitung von Konflikten kümmert und dazu eine interessante Broschüre herausgebracht hat, mit 16 Beispielen gelungener Prävention. Ja, ich übergebe dir wieder. Bitte, Brigitte. So, jetzt muss ich doch tatsächlich hier auf meinen Zettel gucken. Jetzt ist Frau Hiebe angesagt, die wir schon oft hier gehabt haben als Gast. Sie haben das Wort, Frau Hiebe. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, die ich sehr, sehr gerne annehme, angenommen habe. Ich begrüße recht herzlich Herrn Dr. Kölsch. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ingolf Viereck, lieber Ingolf, Nachbarbürgermeister der befreundeten Stadt Wolfsburg, sehr geehrte Frau Schmidt, ich begrüße sehr herzlich Herrn Dr. Steinweg, Sie sind sehr weit hergereist. Ja, ich begrüße alle Mitglieder der Friedensbewegung und die Organisatoren, die diese Veranstaltung vorbereitet haben. Ich möchte auch recht herzlich den Ratskollegen Herrn Rosenbaum grüßen, die Bezirksbürgermeisterin Frau Heike Zander, immer wieder in Moderationsarbeit Frau Konstein-Mülde, Herr Dr. Helmut Kees, Friedensbündnis.
Frieda Schöbel in Abwesenheit, er wird wahrscheinlich in Berlin zuschauen und eigentlich müsste ich noch viele andere begrüßen, die sich hier sehr engagiert einbringen und lange und intensiv auch diese Veranstaltung vorbereiten und gerade in diesem Jahr unter den ganz besonderen Bedingungen. Dafür denke ich, ist erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön angesagt. Ja, zur heutigen Veranstaltung anlässlich des Landtags der Mayors for Peace möchte ich Ihnen die herzlichen Grüße von Herrn Oberbürgermeister Ulrich Markholz ausrichten. Und aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Gedenkfeiern ausfallen, die von der Stadt Braunschweig und weiteren hiesigen Institutionen geplant waren, aus Anlass des Endes des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren. Ja, sie mussten leider ausfallen und so ist es, glaube ich, diese Veranstaltung, wenn ich es richtig sehe, die bisher einzige mit einem zumindest direkten, indirekten Bezug zum Kriegsende in Europa. Seit 1987, also mittlerweile fast 35 Jahre, gehört unsere Stadt der Organisation Bürgermeister für den Frieden an, die weltweit um 7.900 Mitglieder umfasst und darunter fast 700 Deutsche. Wie in den vergangenen Jahren hat daher Herr Oberbürgermeister Markholz am Mittwoch, 8. Juli, vor dem Rathaus, es wurde schon erwähnt, die grün-weiße Flagge der Mayors for Peace gehisst. Es ist immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen und die Flagge zu hissen und das auch deutlich zu machen. Dieser offizielle Flaggentag der Mayors erinnert an das Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofes, was Sie schon sagten, vom 8. Juli. Aber es ist wichtig, sich immer wieder deutlich zu machen, danach verstößt nicht nur der Einsatz von Atomwaffen, sondern bereits die Drohung mit ihnen generell gegen das Völkerrecht. Wir wissen es, jedes Jahr betonen wir das und wir werden es auch in diesem Jahr wieder ganz, ganz deutlich betonen. Mit dem Hissen der Flagge haben wir signalisiert, dass sich Braunschweig ebenso wie die weiteren Mitgliedsstädte dafür einsetzt, die weltweite Verbreitung von Atomwaffen nicht nur zu verhindern, sondern sie vielmehr abzuschaffen. Und zwar auch aus der ganz grundsätzlichen Überlegung heraus, dass Oberbürgermeister und Bürgermeister für die Sicherheit und das Leben ihrer Bevölkerung verantwortlich sind. Und welche verheerenden Folgen der Einsatz von Atombomben hat, hatte sich ja am 6. und 9. August 1945 gezeigt, als US-amerikanische Militärflugzeuge nukleare Massenvernichtungswaffen auf Hiroshima und dann später auf Nagasaki abwarfen. Die beiden ersten und bisher zum Glück, Gott sei Dank, einzigen Einsätze von Atomwaffen in einem Krieg. Und von den 350.000 Einwohnern in Hiroshima starben rund 70.000 sofort. In den folgenden Monaten erhöhte sich die Zahl auf 150.000. Kurz darauf folgte der Abwurf der zweiten Atombombe auf Nagasaki. Dort waren etwa 70.000 Tote zu beklagen. Genaue Opferzahlen werden sich nie ermitteln lassen, denn in beiden Städten litten und leiden auch heute noch zahlreiche Menschen an den Spätfolgen der radioaktiven Verstrahlung. Die Hoffnung auf eine Welt ohne Kernwaffen hat sich seither noch immer nicht erfüllt. Und die Spätfolgen auch für die nachfolgende Generation sind auch nicht abzusehen. Und an uns liegt es jetzt, für die Gestaltung einer friedlichen Zukunft einzutreten. Wir wissen, dass der Einfluss der Kommunen auf diese weltpolitischen Entscheidungen ausgesprochen gering ist. Dennoch lassen sich die Mayors bei ihrem Engagement insbesondere von der einen Erkenntnis leiten, mit Nuklearwaffen werden nicht nur Städte ausgelöscht, sondern Existenzen der gesamten Menschheit sind bedroht und das ist nachhaltig und auch lang andauernd. Doch nicht nur unser Oberbürgermeister bezieht eine eindeutige Position in Bezug auf die Abschaffung von Atomwaffen, auch der Rat der Stadt Braunschweig hat ein starkes Zeichen
für dieses Ziel gesetzt. Im Juni vergangenen Jahres haben wir beschlossen, mit deutlicher Mehrheit den Städteappell von ICAN, also der internationalen Campaign to Abolish Nuclear Weapons, zuzustimmen. Zu diesem globalen, vielen Dank. Ja, dem haben wir zugestimmt und es gab auch eine Diskussion und auch eine Bedeutung darüber. Das war sehr wichtig. Und zu diesem globalen Bündnis, das 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde und in dem mehr als 450 Organisationen in 100 Ländern vertreten sind, zählen auch die Mayors for Peace. Und in dem von der Stadt Braunschweig unterzeichneten ICAN-Appell heißt es sinngemäß: Unsere Stadt ist zutiefst besorgt über die immense Bedrohung, die Atomwaffen für Städte und Gemeinden auf der ganzen Welt darstellen. Und daher begrüßen wir den 2017 von den Vereinten Nationen verabschiedeten Vertrag zum Verbot von Atomwaffen und fordern die Bundesregierung auf, diesem beizutreten. Und ich erinnere mich, wir haben es gerade noch mal abgesprochen, vor 3 Jahren, 2017, waren wir hier auch in der Dornse und der Referent konnte mitteilen, ja, vor 1,5 Stunden wurde dieses Dokument verabschiedet, dieser Vertrag, und mit der Aufforderung, dass es zu einem Verbot von Atomwaffen kommt. Das war auch vor 3 Jahren, als wir auch hier dieses Mayors for Peace begannen haben. Und mit diesem Appell hat die Stadt Braunschweig ein klares Signal für eine Welt ohne nukleare Waffen gesetzt. Und auf dem Weg zu diesem Ziel sind wir für das Engagement der hiesigen Friedensgruppen, die fasse ich alle zusammen, ganz dankbar, die die heutige Veranstaltung zum Flaggentag der Mayors organisiert haben. Ich sagte schon eingangs, mit großer Vorbereitung und Überlegungen, wie kann es abgewickelt werden, wie können aber auch die Inhalte dargestellt werden, immer wieder in Konferenzen, dieses Jahr noch in etwas beschwerlicheren Vorbereitungen. Nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür. Und für diese, für Ihre Veranstaltung, meine sehr geehrten Damen und Herren, stellt die Stadt gerne die Dornse unseres Altstadtrathauses zur Verfügung. Das betont auch die Bedeutung und Wichtigkeit einer solchen Veranstaltung in so einem besonderen Gebäude, ich sage immer, in der Löwenstube. Und das hat diese Veranstaltung auch, das steigert auch den Wert und auch diese Bedeutung. Dies umso lieber, da die Veranstalter der Erkenntnisrechnung tragen, dass Frieden mehr ist als die Abwesenheit von Krieg und damit die Frage stellen, wie können wir generell Bedingungen für eine friedliche Gesellschaft schaffen? Eine dauerhafte Frage, die nach vielen Antworten sucht, die uns alle fordert, uns Einzelne, aber auch Gruppen. Wie können wir eine friedliche Gesellschaft schaffen? Und einen Beitrag dazu leistet unter anderem vor Beginn der Corona-Pandemie die Protestkundgebungen von Fridays for Future, an denen Millionen Schülerinnen und Schüler teilnahmen. Denn der Klimawandel wird sich wahrscheinlich dramatisch auf die nationalen Sicherheitsstrategien auswirken. Aber ich denke, das wäre dann eine eigene Veranstaltung. Zwar kommt in Anbetracht der Pandemie und der Fokussierung auf die Klimapolitik der Forderung, alle Atomwaffen weltweit abzuschaffen, im Moment nicht die Bedeutung zu, die ihr gebührt. Und darum ist es besonders erfreulich, dass die Presse heute hier ist. Herr Mentaschi, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sie werden darüber berichten und auch die Bedeutung dieser Veranstaltung, denke ich, sehr gut ins rechte Licht bringen. Vielen Dank. Dennoch besitzt sie gerade in diesen politisch fragilen Zeiten eine enorme Bedeutung. Denn nach den aktuellen Zahlen des renommierten Stockholm International Peace Research Institute modernisieren derzeit alle Staaten, die Atomwaffen besitzen, ihre Arsenale und entwickeln
neue Wahlen, wir hatten mal eine Hungerzeit, und tragen so dazu bei, dass die Bedeutung dieser Waffen steigt. Und hinzu kommt, dass bereits im vergangenen Jahr der INF-Vertrag zwischen den USA und Russland über die nukleare Abrüstung im Mittelstreckenbereich beendet wurde. Und das letzte große atomare Abrüstungsabkommen zwischen den beiden Staaten, der New START-Vertrag, läuft im Februar 2021 aus. Eine Verlängerung oder ein neues Abkommen erscheint nach ersten Gesprächen zwischen den Beteiligten eher unwahrscheinlich. Damit wird es vermutlich demnächst keinen Vertrag mehr geben, der den Bestand an strategischen Atomwaffen Grenzen setzt. Daher werden auch wir hier im Braunschweig weiterhin für die Abschaffung der Atomwaffen und für ein friedliches Miteinander aller Staaten eintreten. So gedenken wir anlässlich des Hiroshima-Tages, den das Friedenszentrum jährlich unter dem Motto 100 Kerzen auf der Oka organisiert. Wir gedenken der Opfer der nuklearen Massenvernichtung in Hiroshima und Nagasaki mit einer Lichterprozession. Denn es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das grausame Sterben und die verheerenden langfristigen Folgen des Einsatzes von Atomwaffen nicht vergessen werden. Und diese Verantwortung obliegt den Menschen aller Generationen. An uns liegt es, jetzt und künftig für die Gestaltung einer friedlichen Zukunft einzutreten. Nicht nur in Europa, sondern möglichst weltweit, einschließlich der Vision, alle Atomwaffen abzuschaffen, so wie es das Russell-Einstein-Manifest fordert, das vor 65 Jahren von zahlreichen namhaften Wissenschaftlern unterzeichnet wurde. Ihnen, den Veranstaltern und den Initiativen, die sich in der Friedensarbeit engagieren, danke ich recht herzlich für Ihren tatkräftigen Einsatz. Uns allen wünsche ich, dass Beharrlichkeit schließlich zum Ziel führt, zu einer Welt in Frieden und ohne den Einsatz alles vernichtender Waffen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Frau Lieber. Bevor ich jetzt unseren nächsten Redner vorstelle, möchte ich noch oder weise ich noch mal auf Herrn Dr. Helmut Käs hin. Er hat das immer nicht so gerne. Wem haben wir dieser Veranstaltung zu verdanken? Er hat die Idee und er investiert auch immer ganz viel Zeit daran. Das ist ein ja, jetzt hören wir das Grußwort von dem Bürgermeister Ingolf Fierk aus Wolfsburg. Und wir haben eben so ein bisschen vorher geredet und festgestellt, dass wir uns schon ganz lange kennen, nämlich über 30 Jahre und uns duzen. Also hier der Bürgermeister Ingolf Fierk für Sie. Mit Probleme, Ingolf, du hast das Wort, das ist eigentlich. Ja, herzlichen Dank. Im Gegensatz zu dir sieht man mir die 30 Jahre an. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Angelegt Iber, liebe kommunalen Brüder und Schwestern, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die freundliche Einladung aus der benachbarten Freundesstadt Wolfsburg hier in die gute Stube, in die Dornse nach Braunschweig. Und schönen Dank, dass ich den Mund-Nasen-Schutz abnehmen durfte. Mir ist aufgefallen, ich habe dummerweise den SVW Wolfsburg angelegt. Insofern bin ich nicht sicher, ob ich hier nach überall auf Zustimmung gestoßen wäre. Nutze ich aber die Gelegenheit, nochmal herzlich zu gratulieren zum Aufstieg in die zweite Bundesliga. Eintracht Braunschweig 96 auf einer Augenhöhe. Ich glaube, das tut euch mehr gut als den Hannoveranern. Sagbares Klatsche, weil hier im Herzen sind sie alles. Eigentlich, das ist mir schon völlig klar. Zur Unterstützung der weltweiten Sicherheit und für den Schutz des Lebens und der Bürgerinnen und Bürger in aller Welt ist die Stadt Wolfsburg als Wirtschafts- und Wissenschaftszentrum im Juli
2012, also vor jetzt gut 8 Jahren. Annegret, ich glaube, du sagtest 35 Jahre seid ihr dabei. Da sage ich lieber spät als nie dem Bündnis, dem internationalen Städtenetzwerk Mayors for Peace beigetreten. Und das natürlich für eine Stadt mit dem Sitz eines Weltkonzerns mit über 100 Produktionsstandorten weltweit. Ich glaube, wir wissen, was es heißt, friedlich miteinander zu leben und auch die wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen für ein friedliches Miteinander zu schaffen. Mittlerweile gehören diesem Netzwerk 7.907 Städte aus 164 Ländern an. Frau Iber hat es gesagt, in Deutschland aktuell 682 Städte und Gemeinden, die Bürgermeister für den Frieden beigetreten und aus unserer Region. Ich finde das einfach auch ein tolles Signal, auch des Zusammenhalts in dieser Region sind es natürlich Braunschweig, Salzgitter, Wolfenbüttel und nicht zuletzt auch Wolfsburg und wir denken ein bisschen großräumig, also nehmen wir noch Hannover mit dazu. Hildesheim vergessen. Herzlichen Dank für den Hinweis. Die Mayors for Peace Fahnen wehen am internationalen Flaggentag somit an unglaublich vielen Orten in der Welt und es ist eine Chance, über unsere Ziele und Werte noch einmal stärker ins öffentliche Bewusstsein zu kommen. Die Stadt Wolfsburg mit Oberbürgermeister Klaus Moors in der Spitze, von dem ich die herzlichen Grüße überbringen darf, sowie die Bürgermeisterin Gabriel Weiß und ich selber haben auch am Mittwoch wieder auf dem Rathausvorplatz die Mayors for Peace Fahnen gehisst. 75 Jahre nach dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Wir haben die eindrucksvollen Zahlen, Annegret, von dir gehört. Ist das nochmal ein guter Zeitpunkt innezuhalten und sich zu vergegenwärtigen, was diese Waffen für Unheil anrichten? 13.400 Nuklearwaffen existieren noch weltweit. Und vor allem in Zeiten von politischen Unruhen und Uneinigkeiten ist dies sicherlich eine erschreckende Zahl, die eindeutig so nicht hinnehmbar ist. Lassen Sie uns gemeinsam für den Weltfrieden einstehen. Dazu gehört ganz klar die vollständige Abschaffung von Atomwaffen. Und es geht um die Verlängerung des New START-Vertrages von USA und Russland zur Begrenzung von Atomwaffen. Vielen Dank an die Organisatoren, die diese heutige Veranstaltung in schwierigen Zeiten erst möglich gemacht haben. Aber, meine Damen und Herren, es gibt eben neben der Corona-Pandemie andere wichtige Themen, die nicht in den Hintergrund geraten dürfen. Und so wie Corona weltweit uns beschäftigt, beschäftigen uns natürlich auch die Atomwaffen. Es ist gut, dass wir zu diesem wichtigen Thema zusammengekommen sind. Schön, dass Sie aus Linz den Weg gefunden haben. Wir haben uns schon ein bisschen ausgetauscht und werden auch danach nochmal uns austauschen über ein gemeinsames Schreiben, das wir möglichst auch durch viele Oberbürgermeister auf den Weg bringen können. Und ich habe mir so nochmal auf den Blick dieser heutigen Veranstaltung überlegt, was hast du selber gemacht? Natürlich ist man Ostermärsche Samstag in Wolfsburg und dann sind wir nochmal am Montag nach Braunschweig gefahren, damit die Zahlen besser wurden, doppelt gezielt, aber wir hatten schon mal besser gehalten, Anfang der 80er Jahre. Bonner Hofgarten mit dabei gewesen, dann 2 Jahre später die Demonstration in 3 Städten, in Hamburg, Bonn und Mutlangen, die Menschenkette. Ich glaube, die Zeiten waren schon mal stärker, dass Menschen sich für dieses Thema engagiert haben und vielleicht kann auch die heutige Veranstaltung mit dazu beitragen, dass es wieder besser wird. Und häufig wird man gefragt, was kümmert ihr euch eigentlich in den Kommunen über das Thema Atomwaffen? Sind da nicht andere für zuständig? Nein. Meine Damen und Herren, Frieden fängt vor Ort an. Wir dürfen es nicht anderen überlassen. Und deswegen ist es schön, dass wir gemeinsam heute dieses Zeichen setzen. Herzlichen Dank für die Einladung und uns gemeinsam einen guten Abend für eine schöne Veranstaltung. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Bürgermeister Viereck. Herzlichen Dank, Ihnen, Wolf. So, wir hören jetzt Frau Susanne Schmidt von den Gewerkschaften, die ein Statement-Stück hier abgeben möchte.
Herzlich willkommen, Frau Schmid. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Engagierte für Frieden und Abrüstung, mein Name ist Susanne Schmid und ich darf hier heute ein kurzes Grußwort sprechen für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften setzen sich dafür ein, dass die Bundesregierung den UN-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen unterzeichnet. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf, sich gegen das 2%-Ziel bei Rüstungsausgaben zu engagieren. Wir setzen uns auch dafür ein, dass es eine bessere Kontrolle gibt von Waffenexporten, also keine Waffen in Krisengebieten. Frieden schaffen ist das Gebot der Stunde und nicht eine Erhöhung der Militärausgaben. Mit Geld kann man auch Gutes tun. Der DGB fordert die Bundesregierung auf, die Mittel in eine sozial gerechte, nachhaltige Zukunft zu investieren. Die Corona-Krise, die uns unvorbereitet und hart getroffen hat, hat Ängste um unsere Gesundheit und um unsere Existenz ausgelöst. Aber sie hat uns auch alle durch das Innehalten müssen zum Nachdenken gebracht. Wir haben alle gemerkt, was uns im Leben wirklich wichtig ist. Und wir haben erfahren, wie viel Solidarität plötzlich da war und wie viel Hilfsbereitschaft es unter den Menschen gibt. Durch diese Erfahrung der Solidarität sollte uns bewusst werden, wie viel Kraft wir auch mobilisieren können und wie viel Kraft wir auch haben. Und darum sollten wir uns nicht entmutigen lassen durch negative Einflüsse jeglicher Art, sondern wir sollten uns öffnen für ein gemeinsames Gestalten einer besseren und friedvollen Zukunft. Danke. Herzlichen Dank, Frau Schmid. Wir verlesen jetzt Grußworte von Bürgermeistern, genau genommen von zwei, die nicht persönlich hier sein können. Einmal aus der Stadt Wolfenbüttel und aus der Stadt Hildesheim. Aus Wolfenbüttel wird Herr Dr. Med Kölisch lesen und das Grußwort aus Hildesheim lese ich. Wir haben uns das aufgeteilt. Ich trete jetzt hier ein bisschen zurück. Ja, das Grußwort der Stadt Wolfenbüttel. Mit den Hilfen der Mayors von Wiesbaden im Rathaus möchte die Stadt Wolfenbüttel nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes Flagge zeigen, sondern zugleich an die Regierungen der Welt appellieren, sich aktiv und ernsthaft mit dem Thema nukleare Abrüstung zu beschäftigen. Der Flaggentag erinnert an das Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag. Das Gutachten ist zwar nicht bindend, aber dennoch von großer Bedeutung. Die Staaten der Weltgemeinschaft werden an ihre völkerrechtliche Verpflichtung gemahnt, ernsthafte Verhandlungen zur Beseitigung von Kernwaffen aufzunehmen. Leider gehört Deutschland zu den Ländern, die den daraus entstandenen Atomwaffenverbotsantrag der UN vom 7. Juli 2017 noch nicht unterschrieben haben, der bereits von 37 anderen Ländern ratifiziert wurde. Die Stadt Wolfenbüttel unterstützt schon seit 2011 als Flaggenstadt die Initiative der Bürgermeister für den Frieden. Und dies sehr gerne. Erfreut nehme ich, der Bürgermeister, zur Kenntnis, dass die Anzahl der beteiligten Städte Jahr für Jahr zunimmt. Bald 700 Kommunen in Deutschland und über 2800 Städte weltweit setzen sich mittlerweile für dieses wichtige Thema ein. Nicht ohne Grund. Denn die derzeitigen politischen Tendenzen, zurück zur Kleinstaaterei, zurück zum Egoismus, zurück zum Wettrüsten, sind nicht zu übersehen. Das Netzwerk der Mayors for Peace möchte und muss hier gemeinsam gegensteuern. Für eine Welt ohne nukleare Waffen, für den Frieden.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Wolfenbüttler Rathaus, Thomas Pink, Bürgermeister der Stadt Wolfenbüttel, Wolfenbüttler Rathaus. Ich lese das Grußwort des Bürgermeisters Ingo Meyer vor, wie ich so zu hören. Besser. Liebe Friedensbotschafterinnen und Friedensbotschafter, Sie alle haben sich heute zusammengefunden, um gemeinsam ein deutlich sichtbares Zeichen für Frieden und Abrüstung zu setzen. In Europa feiern wir in diesem Jahr 75 Jahre Frieden. Doch es war, wie wir alle wissen, nicht immer so. Seit Nagasaki und Hiroshima weiß die ganze Welt um die katastrophale Zerstörung und das unendliche Leid, die Atomwaffen verursachen können. Auch der Kalte Krieg hat uns lange Zeit die atomare Bedrohung ganz konkret vor Augen geführt. Zwar gab es seitdem viele Vorstöße, die in die richtige Richtung gehen und uns Hoffnung auf eine atomare Abrüstung gegeben haben, wie der INF-Vertrag zwischen Russland, Sowjetunion und den USA oder der Atomwaffenverbotsvertrag der UN vom 7.7.2017. Allerdings erklären beide Staaten im August 2019 den INF-Vertrag für beendet. Auch der Atomwaffenverbotsvertrag der UN ist erst von 37 Ländern ratifiziert worden. Deutschland gehört noch nicht dazu. Als Mitglied der weltweit organisierten Solidargemeinschaft der Bürgermeister für den Frieden, Mayors for Peace, appelliere ich daher nochmals an die Bundesregierung, den Atomwaffenverbotsvertrag der UN zu ratifizieren und sich für eine atomwaffenfreie Welt einzusetzen. Denn Dialog und Kooperation statt neuer Eiszeit und Konfrontation sind nach wie vor nicht nur sinnvoll und notwendig, sondern auch möglich. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Dr. Ingo Meyer, Oberbürgermeister. So, und jetzt begrüßen wir endlich Herrn Dr. Rainer Steinweg, Friedensforscher aus Linz, Österreich, der als Titel seines Vortrages hat: Vorschlag für die Mayors for Peace zur Befreiung des Konflikts Iran-Israel. Sie haben das Wort, Herr Dr. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr über diese Einladung und habe auch mit großer Freude gehört, was Sie, die Botschaften, die Sie hier vorgetragen haben. Es ist ja wohltuend zu hören, dass es dieses Engagement gibt. Und es gibt immer noch viel zu wenig, aber wir tun alle dafür, was wir können. Als ich im vergangenen Jahr zu meinem 80. vom Bürgermeister der Friedensstadt Linz, Sie hören ja in meiner Aussprache, dass ich ursprünglich nicht aus Österreich komme, sondern gar nicht so weit weg von hier, aus Lippe-Detmold. Aber ich lebe seit 35 Jahren in Linz. Also als zu meinem 80. der Linzer Bürgermeister
Mich wegen meines Engagements für das Profil der Friedensstadt Linz geehrt hat, habe ich die Gelegenheit ergriffen, ihm öffentlich den Vorschlag zu machen, doch eine Initiative zu ergreifen, eine Initiative in Gang zu bringen, der Bürgermeister für den Frieden, die gefährlich sich zuspitzende Situation im Nahen Osten vielleicht ein bisschen zu entspannen, zu helfen. Es geht konkret um den lang anhaltenden Konflikt zwischen Israel und dem Iran, der eine verwickelte Geschichte hat, der sich aber jetzt aufgrund von Umständen, die ich gleich ein bisschen näher darlegen will, sehr gefährlich, aus meiner Sicht sehr besorgniserregend zuspitzt. Die Bemühungen einiger europäischer Staaten, ursprünglich die großen drei, das waren England, Frankreich und Deutschland, und jetzt die kleinen drei, Finnland, Schweiz und Österreich, den Konflikt zu entschärfen, diesen Konflikt im Nahen Osten zu entschärfen, der infolge der Kündigung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran durch Herrn Trump zunehmend und, wie ich glaube, fast unvermeidlich und äußerst gefährlich eskaliert, sind lobenswert. Diese Bemühungen der großen und der kleinen drei sind sehr lobenswert und geben Hoffnung auf etwas Aufschub, aber wo eine Entspannung des Konflikts ist dadurch meines Erachtens noch lange nicht in Sicht, nicht mal am Horizont. Seit Anfang der 1990er Jahre hat sich eine besondere Kultur der internationalen Konflikttransformation, ist ein etwas komplizierter Ausdruck, Konflikttransformation, Konflikttransformationsprozesse einzuleiten, entwickelt. Eine Kultur, die in Deutschland vor allem durch die Berghof-Stiftung für Konfliktforschung in Berlin sehr stark forciert worden ist. Aber es gibt weltweit eine ganze Reihe von kleineren und auch größeren Einrichtungen und Organisationen. Berghof hat inzwischen, ich glaube, weltweit 150 Mitarbeiter beinahe in den verschiedensten Staaten auf der Welt, die die Spannungen, die dort existieren, versuchen zu transformieren, in dem Sinn, dass die Spannungen geringer werden, ohne dass man jetzt sagen könnte, der Konflikt wäre damit gleich vom Tisch. Also ganz bewusst wird der Begriff Konflikttransformationsprozess benutzt und nicht der einfache und schöne Begriff Frieden. Das hat einen Sinn, so sehr ich diesem Begriff Frieden verpflichtet bin seit meinem 17. Lebensjahr. Es ist ein bescheidener Begriff, Konflikttransformation, weil wir alle wissen, dass die Konflikte ja sehr nachhaltig weiter existieren und worauf es ankommt, ist ihnen die Schärfe zu nehmen, die dann plötzlich zum Krieg führen kann und in vielen Fällen führt. Sie haben gesagt, Sie haben das an das Einstein, an das große Einstein-Memorandum damals erinnert. Es darf keinen Krieg mehr geben und ich weiß nicht, wie viele Kriege es seit 1945 weltweit gegeben hat. Ich schätze mal um die 100. Ja. Also wir sind weit davon entfernt, die so einsichtige Forderung von Einstein irgendwie zu erfüllen. Dass Kriegsprävention selbst in hoffnungslos erscheinenden Fällen möglich ist, wurde eingangs schon erwähnt. Wir haben mit diesen 16 Beispielen gezeigt, an wie vielen Stellen und auch an zum Teil hochdramatischen Fällen das gelungen ist,
ein Fall, den fast niemand kennt, aber der doch sozusagen aus unserer Nachbarschaft stammt, aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft, ist ein Konflikt zwischen Norwegen und Dänemark, der um Haarsbreite in einem Krieg ausgeartet wäre im Jahr 1931. Da waren die Kriegsflotten schon unter Dampf. Und trotzdem ist es gelungen, diesen Krieg noch abzuwenden. Also es gibt Hoffnung, es gibt Möglichkeiten. Wir sind dem solchen Prozessen nicht einfach ausgeliefert. Es liegt nahe, diese Erfahrung und die Professionalisierung der politischen Konfliktbearbeiter auch für den äußerst komplizierten Fall Iran-Israel zu nutzen, der sicher einer der härtesten Brocken seit 1945 ist. Zumindest begleitend zu den genannten staatlichen Bemühungen könnte es hilfreich sein, weil ein Konflikttransformationsprozess nicht nur die Konfliktoberfläche sozusagen anreißt und versucht, da etwas zu entschärfen, sondern wirklich in die Tiefe geht, die eigentlichen tieferen Ursachen des Konflikts zu ergründen sucht und auch die Beteiligten in einen Kontakt darüber zu bringen. Worum geht es denn eigentlich? Was ist der eigentliche Grund? Das ist oft an der Oberfläche gar nicht zu sehen. Wir reden von Atomwaffen und vielleicht ist am Grunde etwas ganz Simples wie Anerkennung, Respekt, der von der einen oder der anderen Seite vermisst wird. Also das ist jetzt nur eine Andeutung, ja? Aber diese Dimensionen, diese tiefen Dimensionen des Konflikts werden in Konflikttransformationsprozessen erfasst. Das können staatliche Verhandler natürlich überhaupt nicht machen. Dazu haben sie weder die Erfahrung noch die Zeit noch die Möglichkeit. Ja, das ist einfach gar nicht vorgesehen, sondern da geht es sofort zur Sache und können wir das so oder können wir das anders machen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, wenn man wirklich eine Veränderung will, dann muss man da ein bisschen in die Tiefe gehen und dann ändert sich möglicherweise etwas grundlegend. Die Situation. Was ist die Situation, die gegenwärtige Situation in diesem Konflikt? Dass die beiden Staaten Iran und Israel jetzt seit Jahrzehnten verfeindet sind, ist bekannt, obwohl der Iran weder am Sechstagekrieg noch an der Revanche der arabischen Staaten im Yom Kippur-Krieg 5 Jahre später beteiligt war. Seit dem Sieg im Yom Kippur-Krieg haben sich die sunnitischen arabischen Staaten in ihrer Rhetorik, in ihrer feindseligen Rhetorik gegen Israel ein bisschen zurückgenommen, auch in dem Wissen, dass Israel inzwischen über Atomwaffen verfügt. Sehr bald nach dem Sechstagekrieg hat Israel Atomwaffen sich zulegen können. Es deklariert sich nicht als Nuklearmacht, aber jeder weiß es, dass es eine ist und bis jetzt die einzige im Nahen Osten. Mit der iranischen Rhetorik und mit der iranischen sehr drastischen Rhetorik gegenüber Israel, ja, da wird immer wieder mal gesagt, der Staat Israel hat keine Zukunft, der Staat Israel kann untergehen, also solche Aussagen von höchsten Staatsrepräsentanten sind natürlich für Israel eine massive Bedrohung. Die iranische Rhetorik, mit der iranischen Rhetorik konnte Israel, sagen wir mal, in Anführungszeichen leben, trotz der Nadelstiche, militärischen Nadelstiche, durch die von Iran unterstützte Hisbollah im Libanon. Aber man konnte damit leben, weil Israel durch diese Vormachtstellung als einzige Nuklearmacht im Nahen Osten gewissermaßen auf der großen Ebene unangreifbar ist.
Wenn jetzt aber der Iran ebenfalls Atommacht wird, dann ändert sich diese Situation grundlegend. Ich meine, in Klammern noch gesagt, wir könnten natürlich heute genauso gut sprechen über den Konflikt zwischen China und Indien, der ebenfalls sehr bedrohlich ist und ausarten könnte in einen Atomkrieg. Wir könnten sprechen über die Situation zwischen Indien und Pakistan oder zwischen Nordkorea und Südkorea. Das alles sind gefährliche Herde. Nach meiner Einschätzung ist der aktuell gefährlichste der zwischen Iran und Israel. Bis vor kurzem hatte Israel im Nahen und Mittleren Osten seit 1967 international gesehen zwei Alleinstellungsmerkmale in seinem Umfeld. Es verfügte seit 1967 über die Atomwaffen und es hatte die und hat nach wie vor die bedingungslose Unterstützung der USA, finanziell und militärisch. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass ich glaube ein Drittel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Entwicklungshilfeausgaben der Vereinigten Staaten nach Israel gehen und das zu einem sehr hohen Teil in Form von militärischer Unterstützung. Aber die atomare Vormachtstellung ist akut gefährdet, da der Iran im Begriff ist, zur Atommacht aufzusteigen. Wenn ihm das gelänge, und dafür spricht derzeit viel, verlöre Israel diese Unangreifbarkeit. Das wäre unter den gegenwärtigen Umständen absolut existenzgefährdend für den Staat Israel. Und zwar nicht nur für die israelische Bevölkerung. Israel ist aus verständlichen historischen Gründen und uns Deutschen besonders verständlichen Gründen fest entschlossen, dass der Staat Israel als Zufluchtsort für verfolgte Juden aus aller Welt unbedingt erhalten bleiben muss. Wenn man einmal in Israel war, spürt man das allenthalben. Jeder wird diese Erfahrung gemacht haben. Es kommt wird fast in jedem Gespräch, wenn es etwas intensiver geführt wird, thematisiert. Also das ist ein ganz starkes, ich sage das jetzt mal positiv, ja, man kann viel Kritisches über Israel sagen, aber ich sage das jetzt mal positiv, das ist ein ganz starkes Verantwortungsbewusstsein, was die Israelis empfinden. Sie sind zuständig, diesen Zufluchtsort zu erhalten. Und das macht natürlich den Konflikt noch rasanter. Persönlich möchte ich mich ausdrücklich dazu bekennen, dass das eine sinnvolle Entscheidung ist, einen solchen Zufluchtsort angesichts der Jahrtausende alten Verfolgungen der Juden in aller Welt, nicht zuletzt in Westeuropa, Osteuropa, angesichts dieser jahrtausendelangen, immer in neuen Wellen auftretenden brutalen Verfolgung der Juden, einen solchen Zufluchtsort zu schaffen und zu erhalten. Das ist notwendig und sinnvoll. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln tut man das? Ich würde gerne hören. Ist das besser dann? Man kann das von vorne ganz schlecht beurteilen, wie die Akustik ist. In den Jahren 2012 bis 2014/15 war die Gefahr eines Krieges zwischen Israel und dem Iran in aller Munde. Also damals konnte man alle Nase lang in der Presse Artikel lesen, die vor einem solchen Krieg gewarnt haben, Artikel, in denen über israelische Aktivitäten berichtet wurde, in denen die immer wieder den Versuch unternommen haben, die Möglichkeit, dass der Iran Atommacht werden könnte, zu unterbinden durch eine Reihe von, ich sag's mal vornehm, sehr fragwürdigen
Aktionen, von denen in vielen Fällen nur vermutet werden kann, dass sie auf Israel zurückgehen. Aber Israel leugnet auch nicht, dass es in diesem Feld aktiv ist. Und es ist auch verständlich, dass es aktiv ist. Aber die einzelnen Aktionen waren Ermordungen zahlreicher 2010, mindestens 5 oder noch mehr Nuklearforscher im Iran sind ermordet worden, durch Bomben getötet worden und so weiter. Also alle möglichen Dinge hat Israel da getan. Vor wenigen Tagen, Sie haben es sicher in der Presse gelesen, hat es ja wieder einen Brand gegeben in einer dieser nuklearen Urananreicherungsstätten im Iran, in Natanz, wo, sagen wir mal, Israel nicht unbedingt Nein sagt, wenn vermutet wird, dass es hinter diesem Brand steht. Also erstaunlich ist, dass jetzt, nachdem der endlich 2015 mit großem Aufwand und großer Anstrengung von allen Seiten dieser Atomdeal mit dem Iran ausgehandelt worden war, dass jetzt, nachdem Herr Trump diesen Deal wieder gekündigt hat, 2018, dass man eigentlich von der Kriegsgefahr, die dadurch entsteht, kaum etwas hört. Es ist total verwundert, weil mit jedem, also überspitzt gesagt mit jedem Tag, mit jedem Schritt, den der Iran jetzt, nachdem er wieder unter diesen für den Iran ziemlich unerträglichen Wirtschaftssanktionen leiden muss, fährt er die Atomanreicherungstätigkeit wieder hoch. Schrittweise immer mehr. Der Iran verfügt inzwischen über 8-mal so viel Uran, wie er brauchen würde, um seine Atomkraftwerke zu versorgen. Und die Produktion nimmt zu. Und er leugnet nicht, im Gegenteil, er sagt es ganz offen, wir werden diese Produktion steigern und steigern und steigern. Und das heißt, es gibt unterschiedliche Berechnungen, aber nach der jüngsten Berechnung, die ich kenne, wäre der Iran bis zu diesem Brand in Natanz innerhalb von 4 Monaten oder vielleicht einem halben Jahr in der Lage, eine eigene Atombombe herzustellen. Das ist sehr knapp. Und für Israel ist das natürlich der Horror. Also tut Israel, was es kann, um das zu verhindern. Aber nach meiner Einschätzung ist es auf dem Weg der Gewalt so gut wie unmöglich, das auf Dauer zu verhindern. Darüber sind sich auch die meisten Beobachter einig, dass der Iran Atommacht werden kann, wenn er will, ist vielleicht aufschiebbar durch solche punktuellen Zerstörungen, aber nicht definitiv auszuschließen. Definitiv ausgeschlossen war es durch den Vertrag, den Atomdeal, der dem Iran sehr starke Auflagen gemacht hat. Also der Iran musste 1/3 seiner Urananreicherung, 2/3 seiner Urananreicherung abgeben und damit Schluss machen, aufhören. Das ist sehr viel. Ja. Natürlich war es nicht alles. Israel hat sofort gesagt, das ist nicht genug, das ist nicht genug, der Iran muss ganz aufhören. Aber der Iran, man muss sich ein bisschen auch in die Situation des Iran versetzen. Ja, Friedensforschung, Konflikttransformation bedeutet immer, sich in beide Seiten hineinzuversetzen. Beide Seiten versuchen zu verstehen. Erst dann kann man überhaupt hoffen, dass ein solcher Transformationsprozess gelingen kann
oder wenigstens andeutungsweise gewinnen kann. Also wenn man sich ein bisschen in den Iran hineinversetzt, dann ist erstens klar, diese ökonomischen Sanktionen, denen er jetzt wieder unterworfen ist, de facto auch von Europa, obwohl Europa den Vertrag nicht gekündigt hat. Aber die europäischen Firmen können da nicht raus. Ja, wenn Amerika Nein sagt, ist das für die europäischen Firmen sehr, sehr schwierig. Es wird versucht, da ist sogar eine eigene Einrichtung dafür gegründet worden. Aber eigentlich können sie nicht aus, sich dem anzuschließen. Es geht praktisch ganz schwierig, weil die Amerikaner sofort mit Sanktionen drohen, wenn eine Firma sich an den Iran liefert. Also was soll man da machen? Amerika ist natürlich der viel wichtigere Wirtschaftspartner. Also hat der Iran im Moment enorme Schwierigkeiten und Existenzprobleme, die durch diese Sanktionen hervorgerufen werden. Was ich erst im Verlauf der Vorbereitung auf diesen Vortrag herausgefunden habe, ist, dass der Iran ursprünglich, also der moderne Iran, religiös-schiitisch organisierte Iran, dass der Iran ursprünglich Atomwaffen sogar verboten hat. Der Khomeini, der Gründer, der erste Präsident der Republik Iran, hat, naja, nicht Präsident, also das geistliche Oberhaupt, hat erklärt, Atomwaffen sind unislamisch. Das passt nicht zu uns. Wir wollen keine, und in den ersten 5 Jahren nach der Gründung der schiitischen Republik Iran war Atomproduktion absolut verboten. Das gab es nicht. Und diese Grundhaltung, eigentlich passt das überhaupt nicht zu uns. Wir wollen keine Atomwaffen. Die ist auch heute im Iran immer noch anzutreffen, auch in den höchsten Führungsgremien. Das überrascht, ja, aus westlicher Perspektive sieht das immer so aus, als ob der Iran nichts Wichtigeres im Kopf hätte, als Atomwaffen anzuschaffen. Dem ist nicht so. Der Iran will eine gleichberechtigte, anerkannte, ökonomisch akzeptierte, als Partner, als gleichwertiger Partner von allen akzeptierte Macht sein. Es kommt dazu, dass sich der Iran als Schutzmacht, das ist der einzige schiitische Staat, dass sich der Iran als Schutzmacht aller schiitischen Bevölkerungsgruppen versteht, die im Nahen Osten ja über viele Staaten verstreut sind, mit mehr oder weniger großem Anteil an der Bevölkerung in Jemen, im Libanon, in Syrien auch, obwohl da die Konstellation ein bisschen anders ist. Also in vielen Staaten, ist auch in Saudi-Arabien natürlich, haben die Schiiten, also zahlenmäßig, haben sie eine bedeutende Rolle politisch. Haben sie nichts zu sagen. Der Iran versteht sich als Schutzmacht für diese Bevölkerungsgruppen, so wie Israel sich als Schutzmacht der Juden in aller Welt versteht. Das ist eine sozusagen ganz besondere, etwas Besonderes an diesem Konflikt, dass sich zwei Staaten, die sich sozusagen als Schutzmacht verstehen, in dieser Schärfe gegenüberstehen. Man könnte, glaube ich, aufgrund dieser ursprünglichen totalen Ablehnung der Atomwaffen durch, also das war sehr überzeugend, ja, wenn sie das 5 Jahre lang überhaupt völlig verboten haben, nachdem der Schah ja die Atomproduktion in Iran, also in Gang gesetzt hat und also fast alle europäischen Länder und die Vereinigten Staaten eifrigst dazu beigetragen haben, dass der Iran über Atomenergie verfügen kann. Dass, wenn man das im Nachhinein liest, ja,
kann man nur den Kopf schütteln. Also wir alle sind, auch Deutschland, wir alle sind an dieser Entwicklung aktiv, massiv beteiligt gewesen. Und jetzt, wo der Iran plötzlich eine andere politische Ausrichtung hat, sind alle entsetzt. Mit einem gewissen Recht. Natürlich, wenn es Leid gäbe, das wäre hochproblematisch. Also man muss es wirklich mit allen möglichen Mitteln verhindern. Man könnte sagen, Israel soll sich nicht so aufregen. Wer kann Israel schon etwas anhaben, selbst wenn der Iran Atommacht wird? Wer würde es, also kann der Iran ja unmöglich wagen, Israel anzugreifen, weil es erstens selber über beträchtliche Atomwaffen verfügt und zweitens, weil der ganze Westen geschlossen hinter Israel steht. Also das kann ja nur in einem Desaster enden, wenn man Israel angreifen würde. Aber das hat doch zwei Haken. Und insofern ist die israelische Position, die israelische Angst vor der Atomrüstung im Iran gut verständlich. Das kann sich natürlich schnell ändern, dieser zweite Faktor, die Unterstützung, die bedingungslose Unterstützung aus den USA, kann sich drehen durch irgendwelche inneramerikanische Entwicklungen. Lassen Sie das politische Gewicht des islamischen Bevölkerungsanteils der USA, das sind jetzt, glaube ich, so etwa 3 Millionen Menschen, nicht so sehr viel, aber lassen Sie dieses Gewicht weiter anwachsen, wenn die sich wirklich gut organisieren würden. Die Juden in Amerika sind jetzt sehr gut organisiert, die Araber, also islamisch Gläubigen bisher nicht, aber wenn sich das verändern würde, wer weiß, wie sich der Wind dreht. Ja? Also Israel kann nicht hundertprozentig sicher sein, dass das immer so bleibt mit der bedingungslosen Unterstützung. Also insofern, liegt es nahe, ist verständlich und wird einfach von Israel auch so gemacht. Alles, was es tun kann, um diesen Aufstieg des Iran zur Atommacht zu verhindern, wird getan, egal ob es legal ist oder illegal. Das ist meistens illegal. Also das ist die Situation. In dieser Situation habe ich also damals vor einem halben Jahr dem Linzer Bürgermeister vorgeschlagen, doch die Tatsache, dass es fast 8.000, Sie haben vorhin die Zahl genau genannt, es fehlt nicht mehr viel zu den 8.000, Mayors for Peace gibt, das ist doch eine beträchtliche Anzahl und mit einer sehr starken moralischen und öffentlich anerkannten Position. Diese Kraft, die dahinter ist und die wir in Ihren Ansprachen heute auch wieder zu spüren bekommen haben, zu meiner Freude, dass die Mayors for Peace, die Initiative ergreifen, einen Konflikttransformationsprozess in diesem etwas tiefer gehenden Sinn im Konflikt Iran-Israel in Gang zu bringen. Das könnte passieren. Unser Bürgermeister hat damals auf meinen Vorschlag dann tatsächlich einen Brief an den Bürgermeister von Hiroshima geschrieben. Der ist leider irgendwie untergegangen. Wahrscheinlich kriegt er 500 Briefe jeden Tag. Und wenn da irgendein Bürgermeister von einer kleinen österreichischen Provinzstadt, die in Japan niemand kennt und nie den Namen gehört hat, schreibt, ist das vielleicht nicht so dringend wichtig, darauf einzugehen. Also wir haben bisher keine Antwort darauf gehabt. Das bekommen. Deswegen ist meine Idee jetzt, ich möchte den Bürgermeister von Linz gerne dazu gewinnen, alle dort zunächst mal in einem ersten Schritt alle deutschsprachigen Mayors of Peace anzusprechen, ob sie eine solche Initiative unterstützen würden. Stellen Sie sich vor, jeder der 8.000 Bürgermeister würde einen Betrag zwischen 300 und 500 Euro, das ist nicht alle Welt, zur Verfügung stellen, dann hätten wir ein Budget von ungefähr 2 Millionen oder noch darüber hinaus und könnten mit diesem Budget tatsächlich einen solchen Konflikttransformationsprozess, geleitet von erfahrenen, international erfahrenen Profis auf diesem Feld,
zu finanzieren. Die muss man finanzieren, die können das nicht aus der eigenen Tasche finanzieren, weil das ja ihr Beruf ist. Ja, sie machen das seit Jahrzehnten und sie müssen finanziert werden. Also braucht man Geld natürlich. Die Mayors for Peace können dieses Geld aus meiner Sicht locker aufstellen und zusammenstellen. Und dann könnten wir einen solchen Prozess anbieten. Wie man das dann im Einzelnen macht, das ist jetzt vielleicht noch etwas zu früh, sich das konkret vorzustellen, aber ich denke mir, man würde als erstes mal so eine Teilzeitstelle einrichten, einen Koordinator berufen, der ein Komitee zusammenstellt von besonders an dieser Stelle besonders engagierten Bürgermeister, 4 oder 5 und eine Handvoll oder vielleicht auch mehr Experten der Konflikttransformationsszene, die sich seit den 1990er Jahren sehr freudig entwickelt hat. Und dieses Komitee würde dann in einem zweiten Schritt an eine Reihe von, sagen wir, 15 oder 20 erfahrenen Konflikten, also international erfahrenen Konflikttransformationsmanager, nennen wir das merkwürdigerweise, die bitten, eine Roadmap, einen Plan zu entwickeln, vorzulegen, wie könnte man einen solchen Konflikttransformationsprozess zwischen Israel und Iran in Gang bringt, welche Schritte wären dafür sinnvoll, wie macht man das. Und dann würde das Komitee diese Schritte evaluieren, diese vorgelegten, von den Experten vorgelegten Pläne evaluieren und sich für eine Entscheidung oder auch für eine Kombination von diesen Schritten, von diesen Plänen entscheiden und dann das in Gang setzen, so wie dieser Plan das vorsieht. Und wenn man das einigermaßen geschickt macht, glaube ich nicht, dass Israel oder der Iran das völlig ablehnen würden. Beide haben ein hohes Interesse, dass dieser Konflikt nicht eskaliert. Niemand will das. Aber so wie er derzeit gehandelt wird, eskaliert er unglaublich. Und was bleibt Israel zu tun, wenn Iran tatsächlich über 1 oder 2 oder 3 Atombomben verfügt? Was bleibt Israel dann übrig zu tun, wenn es nicht gelingt, mit konventionellen Mitteln, wie Israel das jetzt schon seit Jahren versucht, diese Entwicklung zu stoppen? Wenn das nicht gelingt, neuere iranische Atomanlage, heißt die Provos, glaube ich, liegt nach, da gibt es unterschiedliche Angaben in der Presse, 90 Meter tief unter der Erde oder vielleicht auch nur 25. Aber es ist doch schwer vorzustellen, eine so tief in der Erde stattfindende Atomanreicherungsanlage mit konventionellen Waffen zu zerstören. Geht das? Ich habe meine Zweifel. Wenn es nicht geht, was bleibt dann? Das ist die Situation. Und da muss etwas geschehen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Steinweg, für Ihren sehr aufschlussreichen Vortrag. Ich bin so ein bisschen abgelenkt, weil ich hinten lautere Stimmen höre, aber ich kann darauf leider nicht eingehen. Wir haben jetzt vor, hier eine kleine Podiumsdiskussion zu machen mit Herrn Dr. Steinweg, Herrn Bürgermeister Viereck und Frau Schmidt. Wir bitten Sie, hier nach vorne zu kommen. Die Stühle sind in angemessenem Abstand. Und das Ding, ja,
So setzen wir schon für die Das Thema ist, wie können wir die Bundesregierung zur Zustimmung zum Atomwaffenverbotsantrag drängen? Was tun für den Frieden? Moderieren wird das Herr Dr. Michael Köllisch und ich. Es ist diesmal ein bisschen anders. Ich werde mich mal wieder auf meinen Platz setzen. Ja, dann bitte ich Sie zu Beginn, wer von Ihnen möchte was sagen. Vielleicht Herr Dr. Stein, die kann ja bereits jetzt längere Zeit geredet. Vielleicht möchten Sie auch erstmal was fragen. Ja, das ist für mich natürlich etwas, ist für mich etwas schwierig, zu dieser Debatte etwas beizutragen, weil ich so lange jetzt schon in Österreich bin und also mehr die österreichische Perspektive habe als die bundesdeutsche. Ich finde es aber sehr, sehr gut und notwendig, da aktiv zu werden. Also ich finde es toll, wenn sich die Mädels für dich an dieser Stelle engagieren würden. Es wäre ein großer Schritt, wenn die Bundesregierung diesem Pakt beitreten würde. Das wäre ein sehr, sehr wichtiges, weltweit wichtiges Signal. Und insofern verdient es also jede nur erdenkliche Anstrengung, das zu tun. Also, ich war nicht vorbereitet, dass ich hier heute zum Podium spreche, aber ich habe die Idee, weil Sie haben mich total fasziniert mit diesem Konflikt-Transformationsprozess. Und da habe ich die Idee, jetzt ganz spontan, das könnte man auch auf dem Land ein bisschen näher dran. Bitte ans Mikrofon. Näher ans Mikrofon. Also, ich bin fasziniert davon, von diesem Wort Konflikt-Transformationsprozess. Und das hört sich für mich total erfolgsversprechend an. Und wenn das vielleicht im Iran und Israel klappt, mit richtig gut ausgebildeten Kräften, dann könnte man sich doch so solche Fachleute auch vorstellen, dass die vielleicht nicht für so viel Geld, aber weil sie überzeugt sind, dass sie für Frieden sind, auch engagieren und mal nach Berlin schicken. Ja, herzlichen Dank. Mir geht das genauso. Kurz mal eine Anschauung, wusste ich auch noch nicht, dass ich hier mit dabei sitze, aber aufgrund Ihres Vortrags nochmal mit der eindrucksvollen Schilderung, wie die Situation zwischen Iran und Israel sich darstellt, ist das, glaube ich, nochmal ein guter Anlass, auch zu sagen, warum bewegt sich eigentlich die Bundesrepublik an dieser Stelle nicht. Und vielleicht können ja die Deutschen, Herr Meyers, auf diese Initiative nochmal ergreifen, zu sagen, jetzt ist es eigentlich an der Zeit, dass auch in Deutschland ein deutliches Signal ausgehen müsste. Und, natürlich sind die Einflussmöglichkeiten begrenzt, aber wenn so ein großer Chor aus unterschiedlichen auch politischen Richtungen, wenn man sich die Liste der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister anguckt, ist das ja ein breites politisches Spektrum, was dort zusammenkommt und sich unter diesem Ziel vereint hat. Nochmal zu sagen, es ist an der Zeit, dass auch aus unserem Land ein klares Signal ausgeht, weil ich glaube, gerade wir, auch so eine Stadt wie Salzgitter oder Würzburg, die in einer Zeit gegründet, sind nun ganz andere historische Wurzeln haben und sich entwickelt haben, und zumindest vielleicht erstmal für uns zu einer internationalen, zu einer weltoffenen Stadt, wo auch Menschen aus über 50 Nationen friedlich zusammenleben mit dem Weltkonzern Volkswagen, wo deutlich gerade wir sind,
darauf angewiesen, dass wir friedlich zusammenleben, damit Menschen eine wirtschaftliche und soziale Zukunft haben. Also ich nehme jedenfalls heute Abend ganz viel mit und würde mich freuen, wenn dann das, was als Botschaft rüberkam, auch woanders vor Ort auf fruchtbaren Boden fällt und dann möglicherweise diese positiven Signale ausgehen können. Also das mit dann, wir müssten das eigentlich jedes Mal wechseln. Deshalb man hat jetzt den Mundschutz auf. Kann man mich trotzdem verstehen? Ja, natürlich. Gut, ja. Also Herr Dr. Steinweg hat ja sich zur Verfügung gestellt, unsere Fragen zu beantworten. Und deshalb fordere ich Sie jetzt alle auf, Ihre Fragen, die Sie sich vielleicht aufgeschrieben haben oder im Kopf haben, zu stellen. Und wir werden Ihnen dann das Mikrofon geben und Sie aufrufen. Wer möchte? Zu sagen, ja, wie kommen die denn jetzt dazu? Ne? Die haben im Prinzip, obwohl es ihnen nicht nachgewiesen ist, dass sie das Abkommen gebrochen haben, haben die USA das gekündigt. Ich finde, das ist ein Fakt, den man einfach feststellen muss. Das Zweite ist, sie sind mit Sanktionen überzogen, die völlig unbegründet sind. Worauf begründen sich die Sanktionen gegen den Iran? Also, das sind für mich Fragen, die man eigentlich auch thematisieren müsste, um zu verstehen, warum der Konflikt im Prinzip jetzt mehr eskaliert. Das war so das eine. Das zweite ist für mich nochmal als Anregung oder auch als Frage. Die Initiative Andreas von Peace finde ich total gut. Aber für mich läge weitaus näher, genau um den Verständigungsprozess einzuleiten. Ich komme noch aus einer Zeit, wo es so Städtepartnerschaften, Schüleraustausch und sowas gab, um im Prinzip Verständnis zu wecken und eine Vergangenheit zu bewältigen. Warum kann man nicht die Initiative ergreifen, auch die Mayors for Peace im Iran, von denen es eine ganze Reihe gibt nach unseren Informationen, vielleicht auch mal einzuschreiben und mit denen ins Gespräch zu kommen? Herr Schneider, wollte direkt was sagen? Ja, vielen Dank, dass Sie auf die beiden Punkte hingewiesen haben. Der Grund für die Kündigung, auch da gibt es natürlich einen Grund, warum Trump das Gründe hat. Wahrscheinlich gibt es mehr, warum das gekündigt hat. Ein wichtiger Punkt für Trump ist das, was Israel schon vor Abschluss dieses Atomdeals immer wieder gesagt hat und während der Atomdeal gültig war, immer wieder betont hat, immer wieder vorstellig geworden ist in Washington und in vielen anderen Hauptstädten, die Befürchtung, dass der Atomdeal
nicht ausreichend wird, um eine iranische Atomwaffe tatsächlich zu verhindern. Weil es war klar, es war zwar also auf 15 Jahre, glaube ich, getimt, dieser Vertrag, 15 Jahre, in denen der Iran auf keinen Fall irgendetwas in der Richtung forcieren darf und wo die internationale Atomenergiebehörde unbeschränkten Zugang zu den iranischen Atomanreinigungsanlagen zur Kontrolle haben würde und so weiter. Aber auch da war nicht, also war sozusagen der Zugang des Iran zu Atomanreicherung und damit letztlich auch die Möglichkeit, eine eigene Atombombe zu entwickeln, nicht vollständig blockiert. Das war Israels große Sorge und das ist der Grund, warum Trump den Vertrag gekündigt hat und die Sanktionen wieder eingeführt hat, weil er erreichen möchte, dass der Iran vollständig und sozusagen auf der ganzen Fläche auf Atomenergie verzichtet. Das ist nun allerdings für den Iran äußerst schwierig, weil der Iran jetzt schon, weiß nicht genau die Prozentzahl, aber ich glaube um 50% seiner Öleinkünfte, hat ja beträchtliche Ölvorkommen und Gasvorkommen, die zweitgrößten auf der Welt, aber 50% der Förderung verbraucht er selber. Und das will er eigentlich gar nicht. Er möchte das sparen, was ja unter ökologischen Gesichtspunkten vernünftig wäre, das Öl nicht als Brennstoff zu verpulvern, sondern für die wichtigen Dinge, industriellen Prozesse zu nutzen, die sonst noch ölabhängig sind. Also das ist eigentlich die Initiative schon vom Schaden gewesen, warum er die Atomenergie gefördert hat. Wie soll der Iran jetzt plötzlich vollständig damit aufhören? Das ist ein großes Dilemma. Also persönlich trete ich seit 40 Jahren für die Abschaffung aller Atomkraftwerke ein, weil ich das für viel zu gefährlich halte. Aber da muss man den Iran, glaube ich, wenn man da wirklich etwas bewegen will, dann müsste man den Iran ganz massiv unter die, wie sagt man dazu, aber eigentlich darin unterstützen, alternative Energiequellen zu erschließen, Wind, Wasser und Sonne, vor allem ja im Iran lebt Sonnenenergie natürlich besonders. Na, das müsste man machen. Wenn der Iran sich darauf wirklich verlassen könnte, dass er genug Energie produziert, um nicht das Öl verschwenden zu müssen, dann glaube ich, wäre wirklich ein großer Schritt. Das war die eine Frage. Was war die zweite Frage? Der Kontakt zu den ESOPs im Iran selbst. Der Kontakt zu den ESOPs im Iran, das finde ich im Prinzip natürlich richtig. Allerdings lehrt mich die Erfahrung, dass in der sehr hierarchischen Ordnung im Iran, es so gut wie, ich will nicht sagen, unmöglich ist, aber sehr schwierig ist, also im Iran selber unmittelbare Verbündete für so ein Vorhaben zu finden, solange die iranische Regierung nicht selber zugestimmt hat, ja, wir lassen uns auf diesen Weg eines Konflikttransformationsprozesses ein. Also insofern wäre aufgrund der Erfahrung, die wir in der Konflikttransformation haben, ist es erstmal angesagt, das von außen zu betreiben. Und natürlich wäre es gut, die iranischen Mails zu informieren, selbstverständlich, aber man kann nicht von ihnen erwarten, dass sie unmittelbar aktiv werden. Ich glaube, das ist in der politischen Konstellation da nicht ohne weiteres haben. Fasse jetzt mal kurz die Wortmeldung zusammen. Ich habe wahrgenommen, eine Dieter, Ute, Horst, Helm und Leben. Und Sie haben sich auch noch gemeldet. Bitte.
Also Elke, du hast das Wort und vielleicht kannst du ein bisschen nach vorne kommen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für den Vortrag. Ich kann selbst unterstützen, dass man einen Konflikt moderiert, und zwar so, dass es dazu führt, dass der Konflikt weniger grenzwertig ist, dass er weniger gefährlich ist. Aber ich denke, bei den heutigen Darstellungen fehlte mir ein bisschen die Ausgewogenheit. Warum hat Israel das Recht, eine Atombombe zu besitzen, Nuklearstaat zu sein und der andere Staat nicht? Es ist, sehe ich auch, natürlich gefährlich. Je mehr Staaten Atomstaaten sind, desto schwieriger wird es. Aber ich sehe nicht, dass Israels Stand einfach so bleiben muss. Warum kann man nicht einfach Israels Atomraketen entfernen? Installiert und er kriegte die Atomkraftwerke.
Waffen sollte er haben und sollte auch den, natürlich den Krieg des Kalten Krieges zwischen der Sowjetunion und den USA ein Gebiet darstellen. Nun wurde der Schah durch Ayatollah Khomeini letzten Endes entfernt. Und dieser Staat, das haben Sie ja gesagt, hat Sie gesagt, wir verzichten auf Atombomben. Und das ist ja eben auch in den Beiträgen sehr deutlich geworden. Nun wurde eben, das ist ja jetzt das zeitgemäße, als Herr Trump an die Regierung kam, war einer seiner ersten Maßnahmen, diesen Vertrag, den Obama noch eben zustande gebracht hat, nicht nur Obama, sondern eigentlich alle, die da mitgemacht hatten. Und hier bei uns wurde damals von Gabriel oder Außenminister, das ist ja ganz schlimm, hier hält sich die führende Macht der Welt nicht an internationale Abmachungen. Und deshalb denke ich, wenn es überhaupt zu einer Veränderung kommen soll, dann muss man schauen, was eigentlich bezwecken die USA in der Gestalt von Trump mit dieser Aufkündigung. Und nur wenn dies gelingt, eben auch die Kräfte in den USA, die hoffentlich eben zumindest in dieser Frage eben an die Macht kommen könnten in den USA, dies rückgängig zu machen. Denn auch Herr Trump, der offensichtlich von seinen Beratern mitbekommen hat, wenn wir hier mit dem Iran einen Krieg anfangen, dann ist dieser Krieg mörderisch für die ganze Welt. Das hat er begriffen. Und deshalb haben die Militärs ihm gesagt, hier kannst du keinen Krieg machen. Und alles wurde immer wieder so, eben auf den Iran, diese eben unberechenbar und so weiter. Und Trump hat doch eben halt die Position Israels in den letzten Jahren, darum geht es auch jetzt eben, dass sie das Völkerrecht wieder brechen werden, wenn sie die besetzten Gebiete eben halt als ihre ansehen werden. Und das meine ich ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das kann Ihre Initiative, die Sie vorhaben, finde ich als sehr hilfreich. Aber entscheidend sind die Mächte. Und da hätte auch die Bundesrepublik ein ganz wichtiges Wort zu sprechen. Und dann möchte ich noch sagen, unsere Regierung hier ist offensichtlich erpicht eben an der nuklearen Teilhabe hier. Und sie unterschreiben diesen Vertrag nicht, obwohl 2010 der gesamte Bundestag, alle Parteien gesagt haben, wir wollen keine Atombombe. Das hat die Regierung hier nicht gemacht und sie beruft sich immer auf den NATO-Vertrag und wir können das nicht. Und diese nukleare Teilhabe heißt doch, dass bei uns auf jeden Fall die Gefahr, dass es so Auseinandersetzungen kommen, die vielleicht, wenn eben atomar geführt werden, dass wir das Ende. Das war der Grund, warum damals Millionen auf die Straße gingen. Und das wird auch nur dann kommen, wenn wir begreifen, dass dieser Weg, eben Nuklearwaffen auch in unserer Hand eben zu haben, der absolut verkehrt ist. Und das heißt, das muss zu einem wirklich notwendigen Vertrauen mit Russland wiederkommen. Anders wird das nicht zu lösen sein. Also das sind so Dinge, die mir so kamen, eben als Sie Ihren Vortrag gemacht haben. Herr Steinweg hat jetzt erstmal mal Gelegenheit, etwas dazu zu sagen. Und dann hat es nur noch nicht gemerkt. Ja, also ich hoffe, ich vergesse nichts und dass nichts Wichtiges ausmeldet. Bitte, wenn ich irgendwo nicht was nicht beantwortet habe, was Ihnen wichtig ist. Die erste Frage habe ich so in Erinnerung, wieso hat Israel das Recht, Atomwaffen zu haben und andere Staaten haben es nicht. Von Recht kann da keine Rede sein. Ja?
Ja, das ist völlig klar, da geht es nicht um Recht. Und es geht um Existenzangst, schlicht und ergreifend. Der Angriff 1967 der arabischen Staaten war, konnte zurückgeschlagen werden, aber das hätte auch schief gehen können. Und das ist der Grund, warum Israel sofort nach diesem Kriegstag, nach diesem Angriff der Ägypter und der Syrer sich Atomwaffen zugelegt hat. Ich finde das schlecht, ja, gar keine Frage. Es geht nicht um eine moralische Bewertung. Ich wäre froh, Israel hätte das nicht getan. Aber der Grund, warum es das getan hat, ist nachvollziehbar und einsichtig. Und es ist ein viel stärkerer Grund für Atomwaffen als die Atomwaffen, die Frankreich und England und Russland und die Vereinigten Staaten haben. Die haben keine Existenz mehr. Israel hat sie aber, und zwar massiv. Das kann man nicht wollen. Ja. Israel ist eine unglückliche, wenn ich das so sagen darf, eine unglückliche Staatsgründung, die nur deswegen zustande gekommen ist, weil die Juden in Europa durch das Deutsche Reich unter Hitler fast ausgerottet worden sind. Es sind ja nur wenige übrig. Das ist der Hintergrund. Und sonst gäbe es diesen Staat Israel nicht. Und dass er in Israel gewohnt war, das war ja auch nicht vorher von den Zionisten so geplant. Man hat das da im Spiel oder irgendein weniger bevölkertes Land irgendwo auf der Welt, wo es einen solchen Zufluchtsort für die Juden zu schaffen möglich sein könnte. Dass es dann letztendlich Israel geworden ist, sozusagen das Herkunftsland der Juden, das ist fast zufällig. Das hat mit der Entwicklung im Nahen Osten nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun, der französischen und der britischen Besatzungsmacht und so weiter. Also, es ist keine Frage von Recht, sondern es ist die Frage, wie kann man die Sicherheit und die Existenz Israels so international, so sicher machen, dass Israel keine Atomwaffen mehr braucht, selber das Gefühl hat, wir brauchen es nicht. Und ich glaube, wenn dieses Gefühl sich in Israel durchsetzen würde, dann würde es auch der Atomwaffen bereit sein, abzuschaffen. Aber dazu muss man eine Situation schaffen, wo das sicher ist. Ich halte das nicht für unmöglich. Ich halte es für ganz wichtig, das anzugehen. Das ist eine weitergehende Aufgabe. Im Moment hier heute habe ich nur gesprochen von der ganz akuten, sich zuspitzenden Gefahr eines Atomkriegs in dieser Gegend. Ist das so eine verständliche Antwort, oder? Ja. Okay. Das Zweite, was ich notiert habe, ist Iran. Ja, die Städtegesellschaften. Vielen Dank für den Hinweis, dass die Städte im Iran durchaus etwas zu sagen haben. Partner sein können, das muss man erkunden. Ja. Prinzipiell ist es natürlich richtig, was Sie gesagt haben, auch aus meiner Sicht, die Bevölkerung einzubeziehen. Also ein Konflikttransformationsprozess kann aber nicht mit einer gesamten Bevölkerung geführt werden, sondern er kann nur mit einer überschaubaren Gruppe geführt werden, weil es viel zu intensiv ist, viel zu viel persönlichen Kontakt erfordert. Ein Konflikttransformationsprozess hier im persönlichen Kontakt, im persönlichen Austausch, das können Sie nicht mit Tausenden von Menschen machen, sondern mit einer überschaubaren Gruppe. Und wie soll die zusammengesetzt sein? Wenn man das von vornherein ganz breit anlegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das scheitert, sehr hoch.
Also man muss einen Weg finden, einflussreiche, aber nicht unbedingt ganz oben in der Regierung sitzende Persönlichkeiten beider Staaten in einen solchen Prozess einzubinden. Das ist die Herausforderung. Das ist in vielen Fällen möglich gewesen. Etwa in Nepal, ja, ist das erfolgreich gelaufen. Genau mit diesem Ansatz zwischen den Maoisten und der alten nepalesischen Regierung. Es geht. Es gibt viele Beispiele, wo man zeigen kann, es geht. Aber es ist immer ein Herantasten und ein Austasten, wer sind die entscheidenden Personen, mit denen man zunächst mal einen solchen in die Tiefe gehenden Prozess durchführt, der dann aussparen kann. Wenn man den erstmal an einer Stelle etabliert hat und da sich wirklich etwas verändert hat, im gegenseitigen Verstehen, im gegenseitigen Verständnis, was will der Feind, der Gegner, der andere, worauf kommt es ihm eigentlich wirklich an? Kann ich das nachvollziehen? Kann ich das begreifen? Dann kann das ausstrahlen auf die Regierung und dann wäre es selbstverständlich sehr, sehr gut, auch die Städte einzubeziehen. Man kann sich jetzt informieren, wenn man diesen Prozess in Gang bringt, finde ich, werden Sie informiert, selbstverständlich, wenn es eine Entscheidung der großen Mehrheit der Mayors for Peace geben sollte, hier aktiv zu werden, dann werden Sie automatisch eingezogen, selbstverständlich, in dieser Weise. Aber Sie sozusagen unmittelbar in den Transformationsprozess einzubeziehen, kommen mir nicht sehr machbar vor. Dass man zur Kenntnis nehmen sollte, dass der Iran also deutliche Zeichen gegen Atombewaffnung gesetzt hat, deutlicher als viele andere Staaten auf der Welt, das finde ich auch. Deswegen habe ich das ja ausdrücklich erwähnt. Ja. Also es gibt kein ursprüngliches Streben des Iran nach Atomwaffen. Ganz im Gegenteil. Das ist wichtig zu wissen und dieses Wissen sollte man verbreiten. Das kann man nachlesen, wenn man die vielen Einträge in Wikipedia dazu liest. Ja, da findet man das. Klar, das muss ins Bewusstsein gerückt werden, aber für Israel genügt das nicht. Ja. Für Israel zählt, haben sie die Atomwaffe oder haben sie nicht. Umgekehrt ist sehr gut verständlich, dass die arabischen Staaten sagen, warum hat Israel die Atomwaffe? Israel braucht die Atomwaffe, sollten die abschaffen. Richtig, aber dann muss Israels Existenz wirklich solide gewährleistet sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die beiden letzten Fragen richtig verstanden habe. Also, dass man sich mit Russland wieder aussöhnen muss, das ist jetzt ein anderes Feld. Ja. Ich habe hier bewusst. Thema hier heute. Heute für uns ein Thema, selbstverständlich, als Gesamt. Ich selber bin da völlig Ihrer Meinung. Ja. Natürlich muss man das. Und natürlich war dieser, also da hat der Westen hat einen ganz, aus meiner Sicht, sage ich jetzt mal sehr pointiert, einen ganz schweren Fehler gemacht nach dem Ende des Kalten Krieges. Er hat Russland einfach als drittklassigen Staat abgeschrieben. Ist nicht mehr wichtig. Gab es ja solche Äußerungen aus den USA, ja. Ist drittklassig, hat also ökonomisch und militärisch eigentlich nichts zu sagen, den können wir vergessen. Und das war also der reine Hochmut und politisch gesehen fatal. Das hätte nicht passieren dürfen. Ja. Man hätte, Russland hat ja Angebote gemacht, sich zu integrieren in die, in
EU-Gemeinschaft, den nicht populistischen Staaten. Es war dabei, es gab auch Schritte in diese Richtung, aber dann, als der Ukraine-Konflikt aufkam und so weiter, hat der Westen sich da völlig drüber hinweggesetzt. Und das hätte nicht passieren können. Ja, wunderbar. Ich wollte drei, vier Punkte vielleicht noch ansprechen. Und zwar einerseits juristisch ist ja die Sache relativ klar. Der Atomwaffenverbotsvertrag ist die wichtige Sache. Wir hatten vorher, die IPPNW hatte schon mal eine Anregung gemacht für die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittleren und Nahen Osten. Das ist also, die Geschichte war relativ klein, aber sie war doch schon etwas auf dem Weg. Und das war ein wichtiges, aber es ist natürlich etwas anderes. Das ist eine Geschichte, die langfristig angelegt ist. Es war sozusagen die Konferenz oder die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, war das Vorbild und das sollte im Nahen Osten gemacht werden, das sollte eigentlich auf die ganze Welt ausgebreitet werden und so weiter. Jedenfalls im Nahen Osten erschien es uns besonders dringend. Wir haben da versucht, etwas zu bewegen. Aber das ist jetzt eine interessante Geschichte, dass du jetzt sagst, ja, man muss eben etwas Akutes machen, etwas Zügiges machen. Und dazu ist der Atomwaffenverbotsvertrag ist natürlich auch parallel und das wurde ja auch so ein bisschen angesprochen, dass man natürlich auch die Geschichte Israel, Iran im Zusammenhang mit dieser gesamten Weltsituation sehen muss. Und du sagst jetzt aber, man muss eben auch dann sehen, wie man die Sicherheit Israels gewährleistet. Also da würde ich natürlich zum Beispiel, könnte man UNO-Truppen am Rande, ja, sich und so, sowas, ja, zum Beispiel sowas anbieten, dass man sagt, man macht da UNO-Truppen hin oder sowas. Okay, das ist also so, dann noch ein kleiner Schlenker zum Öl, also das, du hast gesagt, das Öl ist ja wichtig, aber das Öl ist total, also aus der Klimageschichte, aus der Klimasituation, die wir im Moment haben, ist das völlig outdated. Wir fliegen schon im CO2-Spiegel viel zu hoch. Wir müssen wieder runter. Das heißt, es muss jetzt wieder CO2 aus der Luft rausgeholt werden. Also deswegen, das ganze Öl muss eigentlich im Boden bleiben und der Kohle auch sowieso. Okay, also ist jetzt im Moment ist das alles Leben auf die Zukunft. Gut, das waren jetzt erstmal so ein paar Punkte allgemein. Der zeitliche Druck, den du jetzt dargestellt hast, ist ja dramatisch. Du sagst, 4 bis 6 Monate könnten sein. Also es ist ein wahnsinniger zeitlicher Druck, den du so empfindest. Und der möglicherweise auch realistisch ist. Und wenn er realistisch ist, ist das natürlich eine wahnsinnige Gefahr. Das heißt, man muss eben dann wirklich was machen. Und dann sollte man diese Anregung für dir sehr viel wert. Und wir müssten sie aber jetzt zügig auch versuchen, sozusagen ein Megafon einzuschalten und über Deutschland die gesamte Mayors for Peace sozusagen dazu zu kriegen, dass sie dies auch so sehen. Und jetzt in Deutschland zum Beispiel, da wäre es natürlich wichtig, dass wir hier euch in Hannover ansprechen. Hannover ist die Stadt und unsere Hauptstadt, sozusagen Herr Mayors for Peace Hauptstadtstuhl. Das waren meine Worte. Ich hatte noch die Idee, die ist mir hier im Laufe gekommen, zu der ersten Frage, wie können wir denn unsere Bundesrepublik dazu bekommen, den Vertrag zu unterschreiben? Und wenn es die Bürgermeister für den Frieden sind, dann finde ich, dann können es auch die Gewerkschaften sein, die Kirchen, Bürgerinitiativen, dass man ganz viel beteiligt. Und ich glaube, dass das eben in der Corona-Krise auch eine Chance ist oder eine Möglichkeit, weil die Leute zurückgekommen sind und sie haben sich Gedanken gemacht, wie möchten wir leben. Und da sehe ich, dass so ein breites Bündnis vielleicht auch helfen könnte. Ja, ja. So.
ganz lang wendet. Jetzt kann erstmal Herr Dr. Steinweg die Gelegenheit, etwas dazu zu sagen. Und ich muss auf die Zeit hinweisen, wir haben noch 10 Minuten. Und, ja, können wir ein bisschen überziehen. Ja, das muss man gucken, wie viel wir überziehen wollen. Ich sage das nur an. Und Herr Dr. Steinweg hat jetzt, ich vermute mal, das Schlusswort. Also ich werde jetzt nicht mehr viel sagen, ich glaube, ich habe hier schon viel zu lange gewesen. Was du gesagt hast, Helmut, ist sehr einleuchtend, wie wirklich die Sicherheit von Israel zu gewährleisten ist, sodass diese Urangst vor einer erneuten massiven Judenverfolgung, dass diese Urangst wirklich zum Stillstand sozusagen kommt oder zurückgeht. Wie man das erreichen kann, das ist ein großes Kapitel. Ja, da braucht man Tage, um das zu durchforsten. Ich glaube nicht, dass es genügt, am Rande an den israelischen Grenzen ein paar Unbefugten zu stationieren. Auf dem Golanhöhen ist das ja der Fall, ja, aber das reicht nicht, um diese massive Bedrohungsangst, die ihren Grund in tausend Jahren Verfolgung hat, einfach wegzubringen. Ja, da müsste sehr viel mehr geschehen. Wie das im Einzelnen auszusehen hätte, das ist, glaube ich, eine eigene Tagesstelle, die sollten wir mal machen. Ja, ansonsten fände ich es sehr schön, wenn wir diese Initiative von hier aus auf den Weg bringen könnten. Also wie gesagt, ich hoffe, dass der Linzer Bürgermeister bereit ist, auch diesen zweiten Anlauf zu machen. Wenn das nicht der Fall sein würde, würde ich mich sofort an euch wenden. Aber wir können das ja mal so probieren. Mir käme es jetzt darauf an, vielleicht zu erfahren, ob die Art und Weise, wie ich jetzt den Entwurf in dem zweiten Anlauf formuliert habe, ob der gut erscheint oder ob man da noch was verbessern kann. Achso, ich hatte diese zwei Seiten von dir, hatte ich jetzt alle zwei Seiten. Du sagst, der wäre ein Bürgermeisterbrief, ist noch nicht akzeptiert, ist noch nicht genehmigt. Nein, der hat das noch gar nicht gesehen. Genau, das muss man dazu sagen, weil ich jetzt ja 35 Blatt davon rausgegeben habe oder 33. Ja, also von daher, aber der Antrag ist sozusagen von dir formuliert und das ist dann okay. Okay, also bitte berücksichtigen, das ist im Moment ein Entwurf von mir, nicht mehr. Beim letzten Mal war es so, dass der Bürgermeister meinen Entwurf dort. Ich habe den Wort identisch übernommen und habe auch schon mal geschickt. Ob er das diesmal tut, weiß ich nicht. Aber deswegen wäre es mir wichtig, wenn ich ihm sagen könnte, Wolfenbüttel und Braunschweig und vielleicht sogar Hannover würden das so mitmachen, das würde die Sache von vornherein also natürlich sehr stark beflügeln und dann hätte ich keinen Zweifel, dass denn zur Bürgermeise auch diesen zweiten Anlauf macht. Ja, ich will das kurz ergänzen, weil wir uns auch verständigt haben, wir nehmen diesen Brief gerne nach Wolfsburg, werde das mit unserem Oberbürgermeister Klaus Bors besprechen und ich hoffe auch aufgrund der guten Kontakte natürlich zu dem Marburg, dass es gelingt, sich hier relativ schnell abzustimmen und dann mit dem Hannoveraner Kollegen, weil er natürlich da nochmal ein anderes Gewicht hat als der Sprecher der deutschen Bürgermeister an dieser Stelle und es ging ja darum, dass wir dieser Initiative dann ein entsprechendes Gewicht auch verleihen, damit der Brief diesmal gelesen und beantwortet wird. Ich will nochmal abschließend vielleicht noch sagen, was machen Kommunen eigentlich in der Vor-Corona-Zeit? Habe ich praktisch jede Woche eine Schüler- oder Jugendgruppe im Rathaus empfangen und wir haben ja nicht mehr erlebt, dass Europa sich mehr spaltet, als dass es zueinander findet. Und ich glaube, das ist sozusagen der erste Weg, dass man im persönlichen Kontakt mit nicht nur jungen Menschen, weil sie sind am Ende des Tages unsere Zukunft an der Stelle weitergeht. Das ist das Stichwort
für den Partner steht, Freundschaft steht noch. Da haben wir unglaublich viel. Wir haben mit der Entwicklungszusammenarbeit Sarajevo, sondern auch mit jungen Menschen, mit ihren Dubai in Tunesien. Das sind alles kleine Bausteine und Mosaiksteine, wo man, glaube ich, an diesem großen Thema weiterarbeiten kann. Also das soll einfach nur mal deutlich machen, es gibt vielfältige Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene. Und insofern ist mir nicht bange, weil ich ja vorhin gesagt habe, mein Eindruck ist, Anfang der 80er Jahre waren wir mehr, waren wir lauter, waren wir sozusagen mehr in Diskussion. Ich hoffe, dass der Hinweis zutrifft, dass wir jetzt mehr Zeit hatten nachzudenken und vielleicht auch festgestellt haben, was eigentlich so wichtig ist. Und das ist ja, wäre nochmal eine gute Botschaft, dass vielleicht dadurch mehr Kräfte und Ideen auch in diese Richtung gebündelt werden. Also in dem Sinne, auch herzlichen Dank, dass ich heute mit dabei sein konnte und Ihnen allen alles Gute für die Zukunft. So, das war genau ein bisschen in Ordnung. Wir sind jetzt ganz drängende Frage, dass jemand sagt, so, ich habe jetzt hier die Gelegenheit, den Dr. Steinweg zu fragen. Dann bitte ich das noch zu tun. Wenn das nicht der Fall ist, ich sehe hier keine Arme hochschlägen, dann wird Herr Dr. Könisch das Schlusswort sprechen und ich beende die Veranstaltung mit einem oder zwei Sätzen. Herr Dr. Könisch. Ja, ich möchte zum Abschluss im Namen der Veranstalter herzlich bei Dr. Steinweg bedanken für diesen hochinteressanten Vortrag. Bei den beiden Bürgermeistern, für die mutmachenden Beiträge und die Mitglieder des Podiums und dem Publikum für die gute Diskussion. Wir hoffen, die Veranstaltung in Zukunft ausbauen zu können, mehr Publikum zu gewinnen und weitere Kommunen zum Beitritt für die Mayors for Peace gewinnen zu können. Wir können jetzt im Anschluss hier nach bei Getränken und Speisen neben angelegenen Lokal Lissabon diese Gedanken weiterspinnen und uns dort treffen. Es sind noch Tische für uns reserviert. Ja, allen herzlichen Dank, die hier waren, die mitgemacht haben. Es gibt vielleicht auch noch welche außerhalb, die nicht sichtbar sind. Und damit ist die Veranstaltung heute beendet. Tschüss.